Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich hatte jetzt gerade schon angefangen, aber ja, gleiche Problem wie beim letzten Mal. Der Akku sagt es 50%, auf jeden Fall geht er aus und die Datei kann ich nicht retten. Naja, also nochmal von Anfang an. Ich hatte ja nicht viel gemacht, ich hatte ja nur ein Paket aufgemacht und was ihr zeigt. Unboxing von SkyQ Mini. Aber nicht nur Ditte, ich habe mich gerade rausgefunden, wo ich das erste Mal hier Unboxing gemacht habe. Da ist noch was anderes drin. Und zwar eine Fernbedienung. Und zwar die neue Fernbedienung. Sieht man das? Ja. Sieht man. Und das ist für meine Mutter, weil ich habe gedacht, das hatten sie vergessen. Aber haben sie, hat Sky doch nicht vergessen, haben sie mir reingepackt in das Paket von der SkyQ Box, weil meine Mutter ihre Fernbedienung, also das ist ja von meiner Mutter, ich mache das ja für meine Mutter, egal. Hoppala. Hier haben wir dann nochmal ein Heft mit dazu, mit der neuen Sprachfernbedienung, dass die Taste jetzt nicht mehr an der Seite, sondern vorne ist, damit man da Inhalte leichter suchen kann. Funktioniert auch gut, wenn man aber nicht Englisch kann und einen englischen Film geguckt hat und man weiß nicht, wie er heißt, ist das halt scheiße. Und deswegen braucht Sky unbedingt für die Mediathek Favoriten für Serien und Filme. Definitiv. So, jedenfalls ist die bei meiner Mutter kaputt. Das war aber die ältere, glaube ich, noch. Was haben wir hier noch? Achso, dort ist ein Heft. Ach, das klebt aber auch. Wie doll und verrückt hier, ey. Da funktionieren ein paar Knöpfe nicht mehr und ich hatte bei meiner Mutter ja Gott sei Dank so eingestellt, dass die Sky-Fernbedienung den Fernseher steuern kann und mit der Fernsehfernbedienung kann sie teilweise auch den Sky-Receiver steuern. Also Kanal vor und zurück und laut und leise kann sie ja sowieso mit der Fernbedienung machen und so. Und dadurch ist zwar halt doof, dass sie muss halt immer zwei haben. Und dann habe ich jetzt einfach mal gefragt, wie sieht es da aus, weil ich habe hier für Mutter noch eine bestellt, die brauchte noch eine für oben, für das alte Kinderzimmer. Noch eine Sky Mini. Und haben sie mir ein Angebot gemacht und habe ich gesagt, na klar. Also erstmal Mutter gefragt, Mutter sagt, ja klar. Und ja, dann habe ich gleich mal gefragt, wegen der Fernbedienung. Und ja, die werde ich dann heute auch noch gleich zu Mutter bringen. Da wird sie sich freuen. Da kann sie endlich wieder nur eine Fernbedienung benutzen, um Fernseher anzuschalten und die Skybox zu betreiben und muss sich mit zwei Fernbedienungen rumhampeln. So. Ich richte euch aber dafür extra mal so hin. Entschuldigung, aus Versehen ausgemacht. So. Die alte Optik. Weil wir haben denn hier praktisch, da kann ich aber besser zeigen. Dein persönlicher Sky Receiver. Und da ist hier unten noch so eine Banderole. Die müssen wir jetzt noch aufmachen. Der Mini unterscheidet sich jetzt nicht großartig. Ja, doch, eigentlich schon. Für einige ist er großartig. Aber sonst eigentlich nicht viel vom Sky Q Receiver. So, ich mach mal ein bisschen beiseite. Wir haben einfach ja, unter Anleitung ist klar, dass wir die mit bei haben. Da halt nochmal eine kleine Anleitung. Das ist die für die Fernbedienung. Die haben wir gleich noch. Hier haben wir nochmal so eine kleine. Und nochmal eine. Wahrscheinlich wie verschiedene Sprachen. Dann haben wir hier vorne gleich, wenn wir gleich vorbereiten, da haben wir hier gleich die Fernbedienung. Das ist auch schon die neue Fernbedienung, wo der Sprechknopf vorne ist. Früher war er hier an der Seite. Und gute Duracell-Batterien gleich mitgeliefert. Ja, ich will gleich mal alles einsatzbereit machen für Mutter. Wir werden auch dann wahrscheinlich nachher noch ein Video machen. Sky Q und Sky Mini, dass ich euch die mal zeige. Ich werde auch das Einrichten wahrscheinlich hier schon übernehmen. Da brauche ich es bei Mutter nicht extra machen. Da muss ich dann halt nur das WLAN hinzufügen. So. Da haben wir halt die Fernbedienung. Dann habt ihr halt ein. Hoppala. Komm raus hier. So, ein Stromkabel habt ihr mit bei und ein HDMI-Kabel, wo früher gesagt wurde, der muss es sein, sonst funktioniert es nicht. Mit dem alten SkyQ war das auch so, dass der du mit dem rosa nicht. Ach, hier ist nur eine Seite rosa.
bei dem Sky Q, bei dem großen Sky Q oder bei der anderen Mini, glaube ich auch. Also die war, diese Fotia, die Fotia für sie geholt habe, da waren beide Seiten rosa. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und da hieß es, dass nur die funktioniert mit der Skybox. Und das hat auch bei mir so mit dem Test nur mit denen funktioniert. Aber ich habe letztens mal von Kabel Direkt, werde ich euch mal unten drunter verlinken, in HDMI so ein 4K und so ein 8K-Kabel getestet. Und die haben auch mit der Skybox funktioniert. Mit dem Sky Q. So. Komm mal her. So. Können wir das nämlich hier wieder zumachen. Also die Hefte können wir alle wieder reindonnern, die brauchen wir nicht. Anschließend ist kinderleicht. Ihr habt halt nur per WLAN oder per Netzwerkkabel ran und HDMI-Kabel, zeige ich euch auch gleich. So. Strom und alles weg. So, mal rüber. So. Und das ist halt bei dir praktisch die Skybox von vorne. Hier ist der IR-Sensor. Ich zoome mal ein bisschen ran. So, hier ist der IR-Sensor. Hier ist An- und Ausschaltknopf. Nee. Zurückknopf oder so. Hier wird der Anschaltknopf sein. Weil hier sind zwei Pfeile drauf. Wir haben jetzt hier keine Festplatte verbaut, wie beim Sky Q. Auch seitlich nicht. Das ist jetzt, haben wir hier, steht hier irgendwas. Die Seriennummer steht hier. Und Sky Deutschland. Ja. Und hinten haben wir dann praktisch so die Anschlussmöglichkeiten. Das ist das Modell IP100. Hier hätten wir noch einen Anschluss frei. Oder hier sollte vielleicht mal ein Anschluss rein oder so. Haben sie den weggemacht? Oder ist da was? Ach nee, das ist nur der, das ist nur die, das Siegel, dass es nicht aufgemacht werden soll oder so wahrscheinlich. Schade, ich habe gedacht, da ist noch was, aber naja. Dann haben wir hier den optischen Anschluss. Also das ist halt nur so ein Siegel. Also ich habe jetzt hier drunter nicht gesehen. Da kommt noch her hier. Dass sich da was verbirgt. Scheint nur ein Siegel zu sein. So, und da haben wir hier den optischen Anschluss. Den könnt ihr dann praktisch zur Soundbar machen oder wenn ihr einen Kopfhörer habt, der halt einen optischen Anschluss hat oder Dolby-Anlage oder was weiß ich. Dann haben wir hier ein LAN-Kabel, so, da kommt für Internet, ist klar, LAN-Kabel. Dann haben wir hier ein HDMI, da müssen wir den Standardkabel reinmachen natürlich. Hier haben wir einen Reset-Knopf noch, der ist ziemlich klein, seht ihr den? Da. Und hier haben wir Strom. Mehr ist da auch gar nicht zu machen, wir brauchen einfach nur, ich werde hier bei mir erstmal per WLAN anklemmen. Und bei meiner Mutter dann halt mit LAN. Da habe ich ja überall Magic Home verteilt in der Bude, dass er dann überall LAN nutzen kann. Weil bei den dicken Wänden da teilweise, da hast du mit WLAN echt scheiß Empfang. So, das sind die einzigen Sachen, die ihr eigentlich anschließen müsst. Strom und das und dann andere per WLAN oder halt praktisch noch ein LAN-Kabel ran. Wäre dann halt ein dritter Kabel und schon wäre sie einsatzbereit. Und ihr müsstet dann halt nur den Installationsprozess verfolgen. Den werden wir dann im späteren Video noch machen. SkyQ Mini ist ganz cool. SkyQ Mini ist ganz cool. Ihr seid jetzt nicht auf Kabel oder Satellit angewiesen. Das wird einfach nur im Home-Netzwerk erweitert und das funktioniert nur, wenn das SkyQ Box im Hausnetzwerk ist. So haben sie mir das von Sky erzählt. Das nimmt dann ins SkyQ-Gerät weg. Ihr habt ja fünf SkyQ-Geräte, die ihr, also Handy oder was weiß ich, was ihr da benutzen könnt. Und
oder Fernseher, ja, und da habt ihr 5 bei Sky zur Auswahl und so ein Sky Q Mini nimmt dann halt einen Slot davon weg. Zählt dann als mobiles Gerät. Was ich halt sehr schade finde, das ist jetzt, kann ich so offen ja schon am Anfang sagen, weil das weiß ich kenne ja die Sky Q Mini ja schon eine Weile von meiner Mutter her. Einrichtung, okay. Ist wie bei der großen Box, geht, aber. Jetzt kommt ein großer Aber. Es ist ja nur eine kleine Box. Wir haben, ist auch nicht vorgesehen, dass man eine Festplatte hat. Ich würde da noch eine mittlere Box, also ich würde Sky raten, noch eine mittlere Box anzubieten zwischen Sky Q und Sky Q Mini. Sky Q. Keine Ahnung, Sky Q Plus oder so. Oder halt die umbenennen, die Sky Q zu Sky Q Plus und die Sky Q und den Namen Sky Q dann halt für die nächste Box nehmen. Dass halt die große Sky Q Plus heißt und die kleine halt, die mittlere Sky Q und die kleine Sky Q Mini oder was weiß ich. Weil ich finde es echt schade. Man ist zwar jetzt hier nicht darauf angewiesen, dass man irgendwo ein Kabel liegen hat. Man kann nicht, wenn man da kein Satellitenkabel oder kein Antennenkabel oder von Kabelfernsehen, wenn der irgendwo Kinderzimmer zum Beispiel nicht hinführt, der Kabel, die Sky Q Mini rein und fertig ist. Aber ihr habt dann nur die Sky-Sender, die ihr gebucht habt. Ihr habt die öffentlich-rechtlichen, habt ihr. Alle in Full HD natürlich. Aber. Ihr habt nicht Sat.1, RTL und so. Die privaten fehlen. Und da würde ich mir wünschen, dass man, die fehlen ja dann. Man will die ja trotzdem gucken. Ist ja nicht so, dass man die gar nicht gucken will. Da würde ich mir wünschen, dass man vielleicht die SD, muss ja nicht die HD-Version sein, weil dafür muss man ja extra bezahlen, aber dass man die SD-Version auch über das Internet abrufen kann, also über den Sky Q Mini, dass man diese Sender auch gucken kann. Jetzt habe ich es bei meiner Mutter halt so gemacht, in den Räumen, wo Sky Q Mini ist, sind Gott sei Dank solche Fernseher drin, die auch 1&1 TV unterstützen. Und da hat sie dann halt auf dem Fernseher noch eine App, 1&1 TV, und da kann sie darüber auch Fernsehen gucken. Also halt eigentlich, ja, ARD, ZDF, Sat.1, RTL, alles und so, ja, eine HD, weil die hat ja das HD-Paket und dann hat, aber das ist halt dann nervig und das ist ihr zu viel mit dem Hin- und Herschalten. Sie möchte halt eine Box und die soll für alles sein und fertig ist. Kann ich sie verstehen. Also da würde ich sagen, dass das muss auf jeden Fall nachgepatcht werden, dass man da wenigstens die SD-Variante nimmt. Wenigstens die SD-Variante. Und wenn man Kinder im Haushalt hat und die möchten selber mal eine Sendung aufnehmen oder was weiß ich, deswegen würde ich sagen, vielleicht so eine Mittelklasse-Box noch, also wie die Sky Q und die Sky Q Plus halt, also das ist jetzt Sky Q Plus und dann halt nochmal so eine Sky Q Mini rausbringen, aber dann vielleicht mit Anschluss für Antennenkabel oder Satellitenkabel und mit einer Festplatte. Aber halt von der Größe halt auch so eine kleine und vielleicht auch begrenzte auf HD oder so, dass der halt wirklich dann halt nur sowas ist. Achso, das ist halt auch bei Sky Q Mini ist halt der Nachteil, man ist auf HD begrenzt. Man kann kein 4K nehmen. Aber da hoffe ich insgeheim, dass da vielleicht irgendwann mal, wenn sie sehen, dass viele jetzt ja nur noch 4K-Fernseher haben. Und man möchte ja dann, wenn man auf die Mediathek zugreift, einen 4K-Film gucken. Dann möchte man auf 4K gucken, wenn man einen 4K-Fernseher hat. Dass halt vielleicht da auch 4K mal dazu kommt für die Mediathek und so. Und die Sky-Sender, die man in 4K hat, dass man die dann in 4K gucken kann. Und vielleicht eine Festplatte drin. Also, wenn es auch nur eine kleine ist. Oder halt dafür halt diese Zwischenbox halt. Ja? Hier braucht ja keine Festplatte sein. Aber dass man halt hier wenigstens 4K und die privaten Sender in der SD-Qualität dazu packt, dann wäre die Box wirklich tipptopp. Aber so, nur Full HD. Die öffentlich-rechtlichen und Sky-Sender sind drin und die Mediathek und die Apps, aber die Apps sind halt auch beschissen angeordnet. Das ist halt noch so ein Kritikpunkt, was ich bei Sky habe. Also, dass man hat keine Wunschliste oder halt sagt man, wo man Favoriten hinpacken kann. Und man hat eine beschissene Übersicht von den Apps. Man drückt halt
diese Punkttaste und dann geht auf der Rechtsseite so eine Leiste auf und dann muss man, wenn man eine App hat, die weiter unten ist, muss man halt erstmal nach unten scrollen. Warum ist es nicht möglich, dass man sagen kann, ich möchte da nur die Apps drin haben, die ich selber besitze, die ich selber habe und alle anderen sollen ausgeblendet werden? Im Menü, zack, sagen, einblenden, einblenden, ausblenden, 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 einblenden. Und dann hat man die. Und dass man die dann vielleicht auch noch verschieben kann, welche als erstes angezeigt werden soll und welche als zweites. Und kann ja von mir aus an der Seite bleiben. Aber es nervt halt, wenn du den anmachst, dann kommt Prime, das haben wir ja, das ist kein Problem. Netflix, Disney Plus, Apple TV, Datsen und die ganze Fußballscheiße. Und dann kommt noch Spotify und ach, weiß ich, was da alles noch kommt. Und das ist halt nervig. Das ist richtig, richtig nervig. Und das hoffe ich, dass sie das halt noch ändern. Also, ich werde da noch mal ein komplettes Fazitvideo zu Sky machen und Sky Q Mini und Sky Q und was ich gut finde, was ich schlecht finde. Und wir werden nachher auch noch ein Video machen oder später ein Video machen, wo ich euch beide Menüs dann mal zeige und so. Weil im Prinzip das Gleiche. Er ist wirklich nur, dass er halt limitiert ist. Ja. So, das soll es jetzt dazu auch gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wert, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.